Hallihallo, meine Freunde, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich bin echt glücklich, dass ihr, meine Community, mit mir gemeinsam auf der ProMods in Zypern unterwegs sind. Ja, wir waren schon lange nicht mehr in Zypern. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wann wart ihr das letzte Mal in Zypern, vielleicht sogar Urlaub gemacht oder aber auch im Eurotax-Simulator. Wir werden heute mit den MAN und den Krone Megaliner eine fantastische Strecke bis nach Griechenland fahren. So, ich bin gerade hier, ihr seht es. Aber ich bin gerade am Überlegen, ob ich die Straße doch ein bisschen umlege. Wow, 1500 Kilometer. Natürlich werden wir nach Thessaloniki umleiten und dann nach Griechenland weiterfahren. Ja, gucken wir mal. Deswegen rein in den Hubel und dann boah, keine Edeltraut am Start. So, Motor ist an. Wir werden den Bordcomputer auf Kilometer einstellen. Und dann fahren wir langsam, aber gemütlich los. Oh, feini. So, steht erstmal hier und wartet. Ach ja, stimmt ja. Ach Gottchen. Warum? Ja, wir müssen erstmal hier auf der anderen Fahrbahn. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach nee. Stimmt ja. Kann es sein, warum wir hier auf der, ich sage mal, falschen Seite fahren. Das ist hier irgendwann eine kleine Enklave oder das hier, ja, das Römische wollte ich schon sagen. Na, die Römer waren wahrscheinlich auch auf Zypern. Aber dass die Engländer damals hier die Vorherrschaft hatten, kann das sein? Schreibt es mal rein. Also da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich habe mir natürlich, wie immer, keine Gedanken gemacht, wo ich hier lang fahre. Weil... Ich muss auch ehrlich sagen, ich wusste erst gar nicht, wo ich langfahre. Und dachte mir, hey, Maximus, wie sieht's denn eigentlich aus mit Zypern? So. Dann fahren wir einfach hier durch Zypern. Ja, das ist erstmal wieder was ganz anderes. Wir fahren natürlich mit unserem LKW. Ich bin jetzt kein Linkslenker jetzt hier. Aber kann man sich durchaus mal wieder geben. Wobei ich auch sagen muss, ich will gerne mal auch durch Dings fahren hier. Boah, ey, guckt euch mal an, das sieht doch schön aus. Hier mit den... Oh. Wie fetzt das hier? Huch. Auf der falschen Seite. Durch Irland könnten wir doch eigentlich auch mal wieder fahren. Wäre das was für euch? Lasst wir durch Irland mal fahren. Das wäre ja bestimmt auch mal ganz lustig. Ach, guck mal hier. Kleines Kastell. Feini. Oh, schön. Wir werden auch ganz entspannt hier lang cruisen. Gar keinen Stress machen. Das bringt uns nur irgendwelche Magenprobleme, wenn wir uns jetzt hier noch ein bisschen stressen lassen. Aber es ist mal wieder eine Herausforderung, mal auf der anderen Seite zu sitzen. Oh ja, man gewöhnt sich eigentlich ganz schnell dran, jetzt beim Fahren. Aber gerade so die Übergangsphase ist dann doch ein bisschen schwierig. Und man merkt ja auch, dass SCS da, naja, an England irgendwie gar nicht so richtig ran will, weil sie sicherlich durch irgendwelche Metadaten und sonstige Sachen vielleicht auslesen können. Ich bin, oder ich weiß es nicht, ob das so ist. Aber vielleicht auch durch Feedback von der Community, dass nicht so viele Leute in England gerade so unterwegs sind, überhaupt fahren. Ja, vielleicht haben sie auch die Daten genommen von Truckers MP, um einfach zu gucken, wo sind die Leute. Man weiß es nicht. Und ja, gut, hat natürlich auch den Grund, dass schon lange nichts mehr da gemacht wurde. Ne? Oh, sieht das nicht fein hier aus? Gott, Gott, Gott. Schon verdammt auf der falschen Seite. Ich werde hier mit den Bäumen und so, das gefällt mir. Schöner LKW. Kann man sich durchaus mal einen MAN gönnen. Ah, ich habe irgendwie so einen Druck auf dem Auge. Irgendwie. Wenn ich eine geboxt kriege. Oder habe ich mich vielleicht in der Nacht selber geboxt? Weiß es nicht. Fein hier mit dem Haus da hinten, ey. Guck mal, das sieht doch... Jetzt müssen wir mal... Guckt euch das mal an jetzt hier hinten.
Den Haus da hinten. Oh, fein. Aber das müssen wir jetzt mal, das können wir ja als Bildchen nehmen hier. Haben wir ja den ollen Busch hier vorne. Sieht das nicht, oh, sieht das nicht schön aus? Dann machen wir mal noch ein bisschen hier so und können wir ein bisschen unschärfer machen oder machen wir schärfer. Sättigung rein. Oh, fein. Oh, das nehmen wir ins Thumbnail, oder? Das hat mir jetzt gerade richtig gut gefallen. Uiuiuiui. Zypern. Alter, wie lange das schon her ist, dass ich hier durch Zypern gefahren bin. Man vergisst ja so vieles. Okay, ich bin diese Strecke eigentlich noch gar nicht gefahren, muss ich jetzt auch mal zugestehen. Und ich hatte ja bei dem einen Video so ein bisschen geredet, wo fahrt ihr lang und dies und das. Das war schon sehr interessant, dass ein Teil von euch durchaus auf der Standardkarte nur noch unterwegs sind. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Nicht jeder ist da so affin oder hat die Muße, sich jedes Mal diese ganzen Mods zu laden. Und wieder zu schauen, funktioniert der, welcher macht denn den Fehler? Und wenn man dann mit 50, 60 oder 80 Mods unterwegs ist, könnt ihr mal reinschreiben, wie viele Mods ihr denn benutzt. Und wenn ihr das tut, könnt ihr auch gerne ein Däumchen da geben. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Danke. So, fahren wir mal hier rüber. Ja, jetzt aber keine utopischen Sachen. Also ich bin jetzt auf dem, glaube ich, ja, knapp. Ja, über 70 Mods, also fast 80 Mods habe ich jetzt hier am Start. Dass es halt so realistisch wie möglich aussieht. Ich benutze aber auch viele ja, unterschiedliche Spielstände, um halt gerade bei den LKWs, müsst ihr halt auch manchmal ein bisschen aufpassen, wenn ihr mehrere LKWs drin habt, dass sie sich gegenseitig irgendwie, naja, ärgern. Deswegen immer schön Obacht geben. Ich habe jetzt hier auf dem Profil, glaube ich, zwei LKW-Mods oben. Einmal den Euarctros und jetzt hier diesen MAN. Und gucken wir mal, was da noch alles so kommt. So, jetzt wollen wir mal schauen. Jetzt geht's los. Ah, feini. Sehr schön. Fahren wir mal Richtung Fähre und dann geht es nach Griechenland. Ah ja, guck mal, hier hat auf jeden Fall die Flagge von England. Auf Großbritannien. Was nun England? Großbritannien? Naja, ihr wisst schon. Vereinigtes Königreich. Hatte ja auch eine Zeit lang ein Problem mit dem Megaliner, dass er ja jetzt auch ins Update gekommen. Mal gucken. Ohne Probleme an diesen ganzen Sachen hier langkommen. Ja. Ah, ist ja eine Kante. So, dann geht's ab nach Thessaloniki. So, hier ein bisschen rumrangieren, ne? Das kriegt man aber schon hin. Guck mal, hier das Wasser ist so grünlich. Oh, da könnte man gleich wieder reinhopsen, ne? Juhu. Also, ab nach Thessaloniki. Mal sehen, ob jetzt Tag oder dunkel ist. Kann ich euch gar nicht sagen. Lassen wir uns mal überraschen. 19:56 Uhr, Samstag. Oh ja. Okay, dann fahren wir so ein bisschen in die Dunkelheit hinein. Licht ist an. Vielleicht auch mal ganz spannend, jetzt hier von der Fähre runterzufahren. Willkommen in Europa. Ach, dann sehen wir jetzt den Sonnenuntergang. Guck mal, hier vorne ist das Lärchen. Ja, es ist jetzt hat man wieder seine gewohnte Sitzposition oder auf der gewohnten Straßenseite. Also, ich persönlich würde mir jetzt nicht so zutrauen, einfach so nach England zu gehen und da mich hinter Steuer zu setzen und meine Runde zu drehen. Also nicht in London oder in irgendeiner großen Stadt. Da glaube ich, da wäre ich überfordert. Muss ich ehrlich zugeben.
Ja, ich weiß, meine fahrerischen Skills lassen das auch nicht zu. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wir alle Klugscheißer da draußen. Aber ihr könnt ja mal reinschreiben, wer ist denn selber schon mal was nun in England oder in Zypern oder wo auch immer, mal mit einem Auto unterwegs gewesen. Also im Land, wo quasi, naja, man auf der falschen Seite fährt, so wie ich das immer so schön sage, ne? Boah, Feini. So, dürfen wir 80 fahren? Ja. Dann fahren wir auch 80. Wir haben jetzt noch 256 Kilometer. Oh, das wird sogar noch ein bisschen längere Strecke. Aber soll ja nicht so wild sein. Ja, das kriegen wir schon hin. Auf ganz entspannt hier durch Thessaloniki. Oder Landgebiete. Ja, wirkt aber auch schon irgendwie. Sieht schön aus, ne? Wenn die Sonne so langsam untergeht, die Lichter der Autos, dass sie dann so, ja, richtig viel Lichter birken. Aber ich glaube, wenn wir hier Autobahn fahren, dann sind wir sowieso recht zügig. Wir da hinten so ein bisschen diesig. Wir hier ein Auto nehmen? Ja, wir haben ein Auto neben uns. So, hab ich gar nicht gesehen. Kann ich gar nicht rüberfahren. So einer. Aber ruckzuck, ne? Du erkennst die gar nicht so richtig. Na, will er jetzt irgendwie ein bisschen schneller fahren oder nicht? Ganz toller Junge. Mann, 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 Mann. Lob und Anerkennung. Junge, 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 Junge. Ja, was willst du erwarten, ne? Was ist hier los? Ach, hier Maut. Ja, ist wirklich alles nur Maut zum Hinstellen, ne? Also ist kein Telepass. Sieht natürlich ein bisschen mehr so eine Telepass-Sachen. Als einfach durchrauschen. Aber es gehört nun mal dazu, dass man auch mal anhält. Ruhig. Was wirklich schön, dass man mal wieder mit einem LKW unterwegs ist. Also, dass wir jetzt doch sehr häufig mit einem MAN unterwegs sind. Aber wenn man jetzt hier so in der Übergang zur Nacht, den ganzen Lichtern, wirkt es schon nach was anderem. Jetzt blinken müssen? Ja, ne? Glaube schon. Naja, ist egal. Oh, der zieht hier ordentlich hoch, Junge. Meine Güte. Feines LKW. Ja, Sonne ist jetzt auch schon verschwunden. Aber wir kommen gut durch. Wir haben jetzt schon 50 Kilometer wieder geschafft. Guckt euch das an. Sieht da gut aus. Habe ich hier an den Anhänger ordentlich Lichter dran? Nö, den habe ich eigentlich ziemlich schlicht gelassen. Ich dachte, ja, DHL, die sind ja eigentlich überall unterwegs. Da kannst du auch die Lackierung mal nehmen. Fällt das nicht so auf. Mir wurde auch schon jetzt in den Kommentaren nochmal gesagt, was ist denn eigentlich mit Schwarzmüller? Da kam ja jetzt auch schon lange kein Update oder so bei den Trailern. Da muss ich wirklich sagen, ja, ist wirklich so. Oh, hier schön mit den Lichtern, ne? Das fällt Ihnen ja am Tage gar nicht so auf hier, so eine Baustelle. Dass das hier so ein Intervall ist, ne? Nee, da muss man wirklich sagen, da wäre es eigentlich auch mal angebracht, dass da vielleicht mal bei den Trailern nochmal ein bisschen Hand angelegt wird. Also, dass da vielleicht noch andere Versionen von Schwarzmüller. Weil Schwarzmüller ist ja ein Hersteller. Das ist jetzt vielleicht nicht der größte Hersteller, der irgendwelche Trailer oder so. Naja. In Massen produziert, aber die haben viele unterschiedliche Versionen, also sich auf spezielle Trailer fokussiert, ne? Und das ist eigentlich schade, dass da nicht irgendwie noch mehr kommt. Ja, vielleicht kommt da noch irgendwas. Man weiß es ja nicht.
Vielleicht werden wir ja diesbezüglich, wenn ein neues Baumaschinen-DLC kommen könnte, kommen wird. Naja, werden wir mal sehen. Vielleicht werden wir da irgendwas noch sehen. Dass da vielleicht noch ein bisschen was Neues kommt. So, jetzt aber. Boah, ist das dunkel. Guckt euch das an, ey. Also wenn wir den letzten 160 Kilometer hier noch im Dunkeln fahren, das hatten wir ja auch schon lange nicht mehr, dass wir mal wirklich im... Ja, es wird ja auch immer wieder mal so ein bisschen gefragt. Der eine meint, der fährt immer nur nachts. Naja, wahrscheinlich, dass er nicht gesehen wird. Ich weiß es nicht. Ich war früher, als Piefke, oder wo ich meinen Führerschein gemacht habe, auch sehr, sehr gerne nachts unterwegs. Muss aber jetzt sagen, jetzt fahre ich lieber am Tage. Weil gerade wenn... Es ist... Gerade nachts... Oh, mein Tempomat ausgegangen. Wenn überall Lichter sind und du weißt nicht, ob da noch ein Viehzeug irgendwie auf die Straße rennt und, kann das durchaus, und wenn es noch regnet, noch ein bisschen anstrengender sein. Bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Da bin ich ehrlich froh, wenn jetzt langsam die Tage auch wieder ein bisschen heller werden. Dann setze ich mir zwar auch immer wieder eine Sonnenbrille auf, weil wenn die Sonne und das alles irgendwie zu hell ist, dann muss ich mir Sonnenbrille aufsetzen. Das hat sich so eingebürgert. Ja, ja, deine Marotten hier, ne? Immer hat er irgendwas. Nachts ist so dunkel, am Tage ist so hell. Was willst du denn? Ja. Ah ja. Will ich selber nicht. Ach, herrlich. Ja, heute Abend werden wir noch eine Runde LS machen. Wir werden groß aussehen. Das ist ja wäre eine Sache, die kann ich ja nicht ganz so gut. Da bin ich ein bisschen, werde mich wahrscheinlich mehr so um die Tiere kümmern und mit meinem neuen Träger da unterwegs sein. Und dann wird der nächste Livestream dann am Sonntag sein. Und da haben wir was vor, ob das wirklich klappt. Und zwar auf der Promods werden wir im SCS Multiplayer versuchen, ich gebe mal den Tempomat raus, wenn wir versuchen, Kirkenes mal zu fahren. Das wird bestimmt spannend. Das wird sicher ganz spannend. Ob wir das hinkriegen, ob wir es nicht hinkriegen. Schauen wir mal. Oh, hier, auch DRL. Hat da Angst gekriegt, weil ich ein bisschen weiter rüber gekommen bin. Naja. Aber sonst hoffe ich, dass es euch ein bisschen gut geht. Wie gesagt, am Wochenende gibt es da jetzt nicht als... ein oder anderen Video gibt es natürlich. Aber wenn ihr jetzt noch irgendwelche Vorschläge habt, was ich vielleicht noch bringen könnte als Video, dann haut das einfach mal in die Kommentare. Vielleicht schaffe ich da noch was. An Spielen. Sonst sehen wir uns dann am Wochenende. Lassen wir erstmal ein bisschen entspannt sein. Ich glaube, es ist auch für euch mal ein bisschen gut. Ich immer nur Maximus. Ich immer nur Livestreams. Eine 2 Tage Pause tut ja auch mal gut. Außerdem, Kindchen geht vor. Ne? So. Was haben wir denn noch? Wir haben jetzt noch 80 Kilometer. Wir gucken mal, was für eine Entladestation ist. Also wenn es ja jetzt mal eine schöne, was Frisches ist, das ist ja für mich immer so das Problem, wenn die Entladestationen oder die Depots, wo man seine Fracht hinbringt, immer so gleich aussehen. Da habe ich dann auch nicht so immer Lust und Muße, meine Fracht abzugeben. Und fahre dann, mache dann lieber so einen Schnellentladen. Aber wenn das halt noch ein bisschen unverbraucht ist, neues Gebäude, dann
Können wir auch gerne mal einparken. Und das im Dunkeln. Ein Nuschen. Ich finde das jetzt gerade mit 80 hier langfahren ziemlich zügig. Nach dem Tunnel gleich hier. Respekt. Da unser Kollege von DHL. So. Los. Feuer frei. Ah, läuft. Ist schon irgendwie ein bisschen belastend bei dieser Mautstation. Ne? Ja, ich habe noch ein wenig Schnupfen und ich rede nasal. Sagt man das so? Ja, genau so sagt man das. Ja, hast du Kinder, hast du jedes Mal irgendwelchen Rotz. Schleppen immer alles mit nach Hause. Aber ihre Klamotten lassen sie da. Hauptsache die Rotze schleppen sie mit. Einwandfrei. Das vorher gewusst. Aber jetzt ist der Austausch oder Umtausch wieder zu spät. Kannst du nicht mehr umtauschen. Das habe ich jetzt, wo ich hier jetzt gerade die ganzen Laternen hier sehe, erinnert mich das so ein bisschen an Ägypten, dass sie einfach Straßen Laternen hingestellt haben, wo ich mich frage, warum? Haben die, weil die Autos keine Lichter haben? Also, fand ich schon irgendwie ein bisschen komisch, dafür ja, Energie und Strom auszugeben. In so einem Tunnel sehe ich das durchaus ein. Aber, oder an gewissen Punkten. Aber die waren wirklich, ist da zum Teil durch, in Anführungsstrichen, durch die Wüste gefahren. Also vom Flughafen her. Und dann haben die da einfach in den Straßen hier irgendwelche Laternen hingestellt. Dafürs Fahren ist es definitiv angenehmer. Das kann man durchaus sagen. So, jetzt haben wir mal gucken, ob wir hier irgendwie doch rüberkommen, weil sind ja wirklich viele Autos. Naja, kommen wir nicht rüber. Fährt der jetzt hin? Die Verkehr hier, ne? So. Geht doch. Die letzten Kilometer bis zum Ziel. Wieder ordentlich Nachtschicht gemacht. Wir haben's. Gut, gut, gut. Ja, ordentlich dunkel hier wieder. Hallöchen. Ach, guck mal, hier vorne ist gleich die Entladestation. Na, läuft. Läuft. Na, feini. Irgendwas? Kommt sogar was. Sonst bin ich immer nur am Rumpfprügeln, ne? Immer gleich drauf. So, wir müssen dann nach der Ampel. Wir müssen erstmal geradeaus rüber. Ah ja, guck mal, hier oben Kronauflieger. Ich weiß noch, kennt ihr noch die Phase, wo das Licht vom Kronanhänger doch sehr mau war und man die eigentlich im Truckers MP gar nicht genutzt hat, weil man gar kein Licht gesehen hat, wenn er gebremst hat. Das hatten sie ja alles durch das Lichtsystem dann angepasst, ne? Ah, nee, das ist wieder so eine alte Ladestation. Nee, hör auf. Da habe ich dann auch schon keine Lust mehr.
Nee. Gut. Dann machen wir so. Nee, das ist genauso, wenn ich durch alte Gebiete fahre. Ich mag das irgendwie nicht mehr. Aber okay. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Eine schöne Fahrt von Zypern aus, mal auf der anderen Seite. Und wer es noch nicht gemacht hat, zuhören, der kann gerne mal ein Abo da lassen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ihr seid die Besten. Es ist wieder schön für euch ein Video zu machen. Wir sehen uns heute Abend. Ich mache einen Fisch und sage, haut rein, macht's gut. Bye bye.